Hallo, heute zeige ich euch meine Favoriten. Ich habe im letzten Monat keine Favoriten abgedreht, weil ich einfach nicht so verschiedene Favoriten hatte und deswegen dachte ich, ja, lässt du das einfach mal sein. Aber diesen Monat hatte ich wieder einige und zwar fangen wir direkt mal an mit dieser Palette hier. Das ist die Urban Decay Naked Palette, die Naked Smoky. Ich habe die jetzt schon eine Weile und ich habe sie wirklich sehr gerne verwendet. Die hat so sehr nude-farbene Töne. Das sind meistens... Nee, sind gar nicht meistens matte. Sind tatsächlich 4 matte, dann 4 so semi-matte und dann 4 sehr schimmrige Töne drin. Und ich mag den schwarzen sehr gerne. Es ist immer schwierig, so einen schwarzen zu finden, Lidschatten, der nicht so zickig ist im Auftrag und der lässt sich halt unglaublich gut verblenden. Deswegen mag ich ihn wirklich sehr gerne. Ich weiß nicht, warum ich so außer Puste bin. Auf jeden Fall lohnt sich das absolut. Ich finde sowieso, so viele Farben in einer Palette sind für den Preis ganz okay, weil sie auch sehr stark pigmentiert sind und sie lösen überhaupt gar keine Irritationen auf dem Augenlid aus und man hat keine tränenden Augen und so weiter und so fort. Deswegen finde ich eigentlich diese Naked Paletten sehr gut. Ich habe die Naked Classic, also die erste, und eben diese hier. Ansonsten besitze ich keine und ich bin wirklich sehr froh, dass ich diese hier habe. Dann 2 Concealer, die ich letztens ausgepackt und ausprobiert habe und ich war sehr begeistert. Ich habe sie in unglaublich vielen Farben, weil NYX eben so eine Goodiebag hatte und wir konnten uns später auch noch was aussuchen, deswegen habe ich fast alle Farben mitgenommen. Und ich trage wirklich 2 Farben, also ich habe alle Farben sehr gerne, wirklich. Das sind HD Concealer und HD Corrector und ihr könnt das auch auf euer ganzes Gesicht schmieren, dann habt ihr so HD... Vor allem, wenn ihr Fotoshootings habt oder so ein Fotoshooting plant, dann ist das in HD immer noch viel besser, weil es besser, so eine bessere Auflösung eben hat. Und man braucht so wenig Produkt, es ist unglaublich. Also ich mache so 3-4 Punkte unter mein Auge. Der Hammer. Ich vermische meistens diesen, das ist ein sehr, sehr gelbstichiger Ton, das ist die CW10. Unglaublich gelbstichig. Den vermische ich noch mit einem normalen rosastichigen Ton. Und den grünen hier verwende ich, um... Ich habe hier so Adern, die man durchsieht durch die Haut, weil die Haut so sehr, sehr dünn hier ist und ich mal einen Sonnenbrand da hatte. Und ja, jetzt habe ich da ewig so rote Punkte, beziehungsweise diese roten Adern. Und deswegen mache ich mir einfach diesen grünen Concealer oben drauf. Man muss super sparsam damit umgehen, weil beim ersten Mal habe ich so hier einen Klecks, da einen Klecks, da einen Klecks, da einen Klecks und mein ganzes Gesicht war grün. Also es lässt sich unglaublich gut verteilen. Das ist super ergiebig und zudem sind die NYX Concealer auch sehr günstig. Also ich finde die unglaublich gut, deswegen sind sie sofort in meine Favoriten gekommen. Gar nicht lange über dieses Produkt reden will ich, weil ich es schon euch 500 Millionen Trilliarden Mal gezeigt habe. Und zwar ist das Hypnotic Poison. Gerade schneit es auch wieder und es nervt mich einfach nur noch. Wir haben jetzt Mitte März und es nervt. Ich habe keinen Bock mehr auf Schnee, aber umso kälter, desto mehr mag ich eben dieses Parfum. Das ist Hypnotic Poison's Dior. Dior's Hypnotic Poison. Hypnotic Poison. So ein Zungenbrecher heute. Ich habe ihn mir auch gerade aufgetragen, bevor ich dieses Video angefangen habe zu drehen. Nicht, weil ich denke, dass ihr das riechen könntet, aber ja, einfach so. Ich finde den Duft so schön vanillig und es gibt so ein bisschen Wärme in diese kühle Zeit, die mich... Boah, mir ist die ganze Zeit nur kalt. Dann von Benefit ein Primer und zwar ist das so ein Wimpernprimer. Das ist dieser hier, der nennt sich The Real Tinted Primer. Der ist braun und ich finde den toll, weil er einfach braun ist erstmal. Das heißt, man hat nicht diese weißen Rückstände von diesen Primern, die weiß sind. Das mag ich überhaupt nicht. Und ich trage ihn hauptsächlich auf meinen unteren Wimpern auf, weil ich immer das Problem hatte, dass meine unteren Wimpern absolut verklumpen und ich dann immer nochmal mit den Fingern so durch bin, mit den Nägeln und das halt so rausgezogen habe, die Mascara, weil untere Wimpern... So ein Klumpen hinten ist echt nicht schön, ne? Und deswegen mache ich den vorher drauf und dann verklumpt gar nichts mehr. Also ich mag den wirklich sehr gerne. Man kann ihn natürlich auch auf die oberen Wimpern geben, aber ich fand ihn da jetzt nicht so cool wie auf die unteren. Da hat er die toll getrennt und ja, natürlich kann man diese Mascara auch einzeln tragen, weil sie halt braun ist, aber als Primer wirklich top. Und wenn ich den halt nur für unten verwende, habe ich auch sehr, sehr lange was davon. Also den mag ich sehr gerne. Dann habe ich mal von der Ewigkeit diesen Mixer hier gezeigt. Das ist dieser von Russell Hobbs. Den hat die Nikki von Nikki's Beauty Channel mal gezeigt. Und dann habe ich ihn mir sofort nachgekauft. Ich habe mir den letztes Jahr um diese Zeit nachgekauft und ich bereue es immer noch nicht, weil er funktioniert immer noch super. Man bekommt hier so 2 transparente, beziehungsweise einer ist grün und einer ist so transparent, solche Flaschen mit. Und dann gibt es hier oben dieses Teil, was natürlich alles schreddert, was ihr dann da reinmacht.
dieser Deckel eben und den schraubt ihr dann hier oben drauf und dann schraubt ihr das Ganze wieder hier rein und in dem Moment, wo ihr das dreht, mixt das alles. Also es ist auch wirklich ein gutes Messer, was hier drin ist. Es kriegt schon einige Dinge durch und das Coolste ist einfach daran, ihr könnt diese beiden Sachen einfach in die Spülmaschine machen, dann habt ihr nicht ewig dieses Saubermachen von diesen großen Mixern. Das nervt total, weil wow, ich bin super genervt heute. Nein, ich bin so ein praktischer, einfacher Mensch, deswegen sollen meine Produkte auch einfach und gut funktionieren. Aber das mochte ich wirklich gerne, weil ja eben, man kann das halt einfach in die Spülmaschine tun und es stört niemanden. Und das Gewinde wird auch sauber, alles wird da schön sauber durch. Und wie gesagt, man kriegt auch Apfelstücke durch und Spinat und sowas kriegt man alles damit durch. Und er ist sehr günstig. Ich verlinke ihn euch mal in der Infobox. Also es ist wirklich überhaupt kein... gar nicht teuer. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar zwei Produkte, die mir unglaublich am Herzen liegen. Moment, ich klappe das hier jetzt einmal erstmal zu. Ihr seht schon, es geht um etwas sehr Großes. Und zwar ist das dieser Kalender hier. Schaut mal, ich bin hier in der Mitte. Hier bin ich in der Mitte und da ist die Nihan und die Nilo und die Ni und die Barbara und die Kisu und die Diana und so viele Mädels sind da drauf. Die Shanti ist hier noch und es ist einfach so cool. Wir sind alle in diesem Kalender drin. Dieser Kalender hat keine speziellen Monate. Er hat einfach nur hier unten, nehmen wir mal das erste Bild. Das ist die wundervolle Diana. So, der ist sehr, sehr hochwertig erstmal. Ist extrem groß. Also er ist gigantisch groß. Ich habe ihn euch auch auf Snapchat ein paar Mal gezeigt. Und hier unten stehen einfach nur Tage. Ich sehe ihn mehr als Wandschmuck-Deko als einen Kalender. Man kann ihn auch 50 Jahre hängen lassen, weil er halt einfach keine bestimmten Monate hat und bestimmten Tage, sondern es geht einfach von 1 bis 31 jeden Tag weiter, beziehungsweise jeden Monat. Also ich bin wirklich, ich habe ihn die ganze Zeit hängen und ich schaue ihn immer wieder an und wechsle dann die Monate ab und zu mal durch. Natürlich lässt man die erste Zeit erstmal sein Bild da hängen, weil man ist ja auch ein bisschen stolz auf sich. Aber ich finde ihn einfach mega, deswegen musste er auf jeden Fall in meine Favoriten kommen. Und den findet ihr auch in der Infobox. Als letztes möchte ich euch noch meinen ständigsten Begleiter vorstellen und zwar ist das einmal mein Laptop. Das ist mein MacBook Pro. Ich brauche den zum Schneiden, zum E-Mails beantworten, zum immer mitnehmen, damit ich immer schneiden kann und immer arbeiten halt kann. Und ich habe eine Hülle auf Etsy gefunden und ich schreibe euch alles nochmal in die Infobox. Das ist eine Frau, die Hüllen selbst beklebt mit Steinchen. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera jetzt so krass rüberkommt, aber es ist komplett besetzt mit Steinchen. Das ist so unglaublich schön. Das ist ein Traum, wirklich. Der sieht so toll aus und wenn ich ihn halt dann aufmache, dann leuchtet das Apple-Zeichen. Falsch rum. So. Dann leuchtet das Apple-Zeichen hier noch und das sieht halt, also es sieht so schön aus. Ich mag das so gerne. Es ist super hochwertig. Es kommt nur auf den oberen Teil, weil es wäre auch ein bisschen unangenehm, wenn das hier unten noch so wäre. Das Ganze ist, wie gesagt, handgemacht und ist von Etsy.com. Die Frau heißt Zoe's Bling World und ich verlinke euch das sehr gerne nochmal in die Infobox. Da könnt ihr nochmal nachschauen und dann könnt ihr dann für euren Laptop bzw. für euer MacBook oder was auch immer ihr für einen Laptop habt, eben so eine Hülle bestellen und das ist ein Traum. Natürlich kann es sein, dass bei solchen Sachen ein Steinchen halt abfällt, aber das ist ganz klar, wenn man den zum Beispiel in die Tasche legt, dann kann da mal was dran kommen. Deswegen habe ich immer noch eine Schutzhülle drumherum, also so eine Tasche hier, die innen so mit Fell ist, also mit Kunstfell natürlich. Aber ihr bekommt auf jeden Fall noch Steinchen dazu, damit ihr das alles wieder dran kleben könnt, falls mal einer abfallen sollte. Aber bis jetzt, toi toi toi, ist mir noch nichts passiert. Und ja, das waren auch schon meine Favoriten für diesen Monat. Sagt mir doch mal, was euer Favorit ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Dann kaufe ich mir den nach. Weil ich bin halt so ein Kaufmensch. Absolut unsinnig, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einmal unten kostenlos abonniert, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.